Ja, geht es denn überhaupt noch bullischer? Wir haben die Stimulusbombe aus China, wir haben die großen Notenbanken Fed und EZB, die Zinsen senken. Und heute hat der neue japanische Premier klargemacht, nee, ich will nicht, dass die Zinsen steigen in Japan. Das hat den Carry Trade, der Dollar-Yen, wieder massiv nach oben gebracht und so ein bisschen Risk-On-Modus auch an den Aktienmärkten der Wall Street ausgelöst. Also beste aller Welten, kann nichts schief gehen. Wären da nicht so einige kleine, minimale, geradezu zu vernachlässigende, kaum sichtbare Risiken wie diese Kriegsgefahr jetzt mit der Frage, wird Israel zurückschlagen? Wie hart wird Israel zurückschlagen? Dann haben wir noch ein bisschen diese Streiks da in den USA, nicht nur den Hafenstreik, sondern ja auch über 30.000 der Mitarbeiter von Boeing, die streiken und das schon seit einigen Tagen. Und man weiß halt nicht, wie lange die ganze Geschichte geht und wie inflationär das ist. Und wenn es inflationär ist, dann kann die Fed vielleicht doch nicht die Zinsen so weiter senken, wie von den Märkten längst eingepreist. Dann hätten wir so ein bisschen die Rückkehr der Inflation. Und all das, was die Wall Street und was sich die Optimisten ausgemalt haben, träfe nicht ein. Aber das ist natürlich alles sehr, sehr unwahrscheinlich. Wir wollen uns die Gemengelage heute mal anschauen, meine Damen und Herren. Wir starten mit Ishiba, der neue japanische Ministerpräsident, der gesagt hat, nein, in diesem Umfeld, da sollten wir nicht die Zinsen anheben. Und die japanische Notenbank ist mindestens so unabhängig wie die Fed und die EZB, tut also das, was die Regierungschefs sagen. Wir sehen den Dollar-Yen massiv gestiegen von 143 und ein paar zerquetschten auf über 146. Der Carry-Trade ist also wieder da. Und ja, so ist es, wenn du praktisch Schulden in Relation zum BIP von 450% hast, wie es in Japan der Fall ist, dann kannst du vielleicht einmal die Zinsen anheben, nachdem du sie lange null oder sogar negativ hattest. Aber das scheint dann schon gewesen zu sein. Und ein ähnliches Problem haben ja die Amerikaner. Nicht ganz in der Dimension, aber auch da sind die Schulden ja ein bisschen teuer geworden inzwischen, weswegen es Sinn macht, immer weitere Schulden zu machen. Und dann haben wir natürlich diese massive Rallye durch diese Stimulusbombe in China. Da hat es manche auch böse erwischt. 7 Milliarden Verluste bei denjenigen, die Short waren. Und das waren so einige Hedgefonds. Jetzt aber haben viele umgesattelt und gesagt, Mensch, China, bei dieser Rallye, da müssen wir unbedingt dabei sein. Also rein damit. Und egal, du brauchst hier gar keine einzelne Aktie auswählen. Hauptsache, du kaufst irgendwas, denn das wird ja alles steigen. Das zeigt, wie differenziert man an diese ganze Geschichte rangeht. Und jetzt hier Funstrat, Tom Lee, der ohnehin als latent bullisch gilt, der sagt also, pass auf, wenn wir uns jetzt mal anschauen, könnte China der beste Aktienmarkt der Welt werden. In den letzten 10 Jahren hat China nämlich die US-Märkte um 7700 Basispunkte underperformed. So, wenn also China jetzt sich verdoppeln würde, der Aktienmarkt oder die Aktienmärkte sich verdoppeln würde, dann wären sie immer noch 1000 Basispunkte geringer performant. Also das ist mal eine Aussage. Und jetzt kommt auch Jim Cramer und sagt also, you have to come in China stocks right now. Du musst jetzt in China Aktien investieren. Das ist ein gutes Zeichen, dass da nie wieder was nach unten kommt. Und nie wieder was nach unten kommt auch an der Wall Street, meine Damen und Herren. Die Fed hat ja jetzt begonnen, die Zinsen zu senken. Und schauen wir uns mal an. Wie teuer sind eigentlich die Märkte zu dem Zeitpunkt, wie hoch bewertet sind die US-Aktienmärkte zu dem Zeitpunkt, als die Fed mit der Zinssenkung beginnt? Und siehe da, wir waren noch nie so teuer wie derzeit mit einem Kursgewinnverhältnis von nur 22. 2019 waren wir bei 17, 2007 sogar bei 15. Nur einmal in der Dotcom-Blase waren wir bei 21. Mit anderen Worten, die Fed senkt jetzt die Zinsen ab oder zu einem Zeitpunkt, als wir höher bewertet sind, eigentlich als in der Dotcom-Blase. Ja, was soll da schiefgehen? Bewertungen, meine Damen und Herren, spielen ja keine Rolle mehr, weil es zählt nur noch Liquidität und Daten heute.
War so ein bisschen ruhig, ein bisschen dünn, auch von der Datenseite. Man wartet auf die großen Arbeitsmarktdaten. Heute die ADP-Arbeitsmarktdaten, so eine Art Vorausschau, könnte man sagen. Und die waren ein Ticken besser. Das erste Mal seit 3 Monaten, dass jetzt die Zahl wieder nach oben ging. Knapp über 140.000, so und bei 20.000 mehr als erwartet. Die Aktienmärkte sagen sich, naja, ist doch ein gutes Zeichen. Kriegen wir vielleicht nicht die dicke Zinssenkung schon im November, aber wir kriegen eben eine robuste Wirtschaft. Aber dann solche, wie soll man sagen, Miesmacher wie David Rosenberg, der sagt, ja gut, wenn wir uns die Zahlen mal praktisch anschauen, nicht saisonal adjusted, seasonal adjusted, dann wären jetzt in diesem Monat, nämlich im Monat September, 260.000 weniger Stellen geschaffen werden als in jedem September, seit man diese Daten erhebt, also seit dem Jahr 2010. Aber wer interessiert sich schon dafür, dass diese Daten seasonal adjusted sind und praktisch, naja, damit im Grunde nicht mehr zu gebrauchen sind? Wir haben ja wunderbare Revisionen bei den Arbeitsmarktdaten gesehen. Und eben diese Arbeitsmarktdaten stehen ja am Freitag an. Und weil ich am Freitag nicht da bin, dementsprechend kein Video kommt, will ich jetzt schon mal eine ganz kurze Vorausschau werfen. Hier mit einer Analyse von JP Morgan. Die sagen jetzt, passt mal auf, ihr Lieben. Also wenn jetzt zum Beispiel die Zahl der neuen Stellen zwischen 140.000 und 160.000 wäre, dann würde der S&P ja ein Dreiviertelprozent bis ein Viertelprozent steigen. Wenn es zwischen 110.000 und 140.000 wäre, dann könnte der S&P 50 Basispunkte bis 1,5% fallen und unter 110.000 ein Viertel bis 2%. Wäre man dagegen sehr hoch, also über 200.000, dann könnte es ja mehr oder weniger wenig Veränderung geben, weil dann eben vielleicht die Sorge ist, naja, dann kann die Fed doch die Zinsen nicht wirklich deutlicher senken. Also es ist so ein gemischtes Bild auf der einen Seite, und das gilt für die Aktienmärkte, für die Märkte insgesamt ja jetzt auch. Wenn die Daten zu gut reinkommen, ist das schön, weil man sich sagt, gut, dann haben wir keine Rezession oder es macht die Rezession unwahrscheinlicher. Auf der anderen Seite kriegst du dann eben weniger Zinssenkungen. Also das ist immer diese Frage, die man abwägen muss. Wir haben jetzt noch am Donnerstag die Jobless Claims, ISM Services und dann am Freitag eben die großen Arbeitsmarktdaten. Schauen wir uns mal die Sitzung Dezember an, 18. Dezember, also kurz vor Weihnachten. Dann ist die Wahrscheinlichkeit immerhin bei 47%, dass bis dahin eine 50er und eine 25er Basispunkte Senkung gekommen ist. Sogar 15%, dass es zweimal 50 sind. Sven Henrik bemerkt hier wiederum ketzerisch, wir wollen alles haben, eine starke Wirtschaft, einen starken Arbeitsmarkt und viele, viele Zinssenkungen. Also wir wollen den Kuchen essen und ihn gleichzeitig behalten. Dieser Widerspruch ist irgendwie nicht auflösbar. Genauso wie, warum jetzt die Fed die Zinsen so massiv senken soll, wo wir das erste Mal seit vielen Monaten, nämlich seit Frühjahr diesen Jahres oder sagt, ja, April um und bei, war es, als wir ins Negative getaucht sind beim City Economic Surprise Index. Also wo die Daten, die reinkommen, eher negativ abgewichen sind auf der Unterseite im Vergleich zur Erwartung. Jetzt sehen wir, wir sind das erste Mal jetzt wieder ein bisschen besser. Da helfen vielleicht die ein oder anderen statistischen Begradigungen auch dabei, jetzt kurz vor den Wahlen, gell? Man will ja jetzt nicht ganz schlecht dastehen als Regierung, das ist auch klar. Und komisch dastehen tun zumindest die Dealer, die also die Optionen verkaufen, wenn wir jetzt mal zu dem Geschehen an den Aktienmärkten kommen. Wir sehen, wie schnell das Gamma der Dealer, also die, wenn man so will, Absicherungspositionen, von extrem long auf jetzt extrem short geflippt sind. Und das bedeutet wahrscheinlich einen deutlichen Anstieg der Volatilität in beide Richtungen. Wenn das Gamma sehr long ist, dann ist das irgendwie so ein, wie soll man sagen, ein Festmacher von Märkten, die dann nicht allzu stark fallen, weil der Dip gekauft wird, aber auch nicht allzu stark eine Rallye zeigen, weil dann die Rallye wieder verkauft wird. So ist das Muster. Und wir haben ja derzeit jetzt diese Auseinandersetzung Iran-Israel. Deswegen vielleicht mal hier ein Satz, der in den USA an der Wall Street rumgereicht wird. Wir haben ja heute den jüdischen Feiertag Rosh Hashanah, also der Anfang des Jahres, 2. Oktober. Normalerweise sagt man,
da verkaufen und dann Yom Kippur, das ist am 11. Oktober, wieder kaufen. Mal sehen, ob es diesmal auch so kommt. Insgesamt sehen wir, dass die Angst am Markt ziemlich gering ist, auch eben angesichts jetzt des gestrigen Angriffs des Iran auf Israel. Wir haben jetzt hier Equity Put Call Ratio, 5-Tages-Moving-Average, also der Durchschnitt der letzten 5 Tage, ist jetzt so niedrig wie seit Juli 2023 nicht mehr. Das heißt, die Absicherungspositionen, Puts, Absicherungen für ein Long-Only-Portfolio etwa, die sind so gering wie seit gut einem Jahr nicht mehr. Und jetzt ist eine Umfrage veröffentlicht worden von Bloomberg unter Fondsmanagern, die gefragt werden, ja, was sollte man denn jetzt im beginnenden 4. Quartal, welche Assets sollte man da haben? Da haben 60% gesagt US-Aktien, nur 15% Anleihen aus den USA, 11% Credit, also Unternehmensanleihen, und nur 15% sagen andere Assets. Also da ist man sich sehr einig, dass Aktien die beste Wahl sind. Und heute Scott Rubner von Goldman Sachs, der sagte, ich bin so bullish für US-Aktien, dass es da eine Jahresendrallye geben wird, und zwar genau ab dem 28. Oktober, denn in Wahljahren ist das meistens genau der Punkt, wo es dann intensiv und stark nach oben geht bei dieser Rallye. Und da sagt er, ist selbst ein Kursziel von 6.000 Punkten im S&P 500, das er hat, das könnte noch viel, viel zu niedrig sein. Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass wir jetzt sowohl den VIX, also das Volatilitätsbarometer, deutlich anspringen sehen, als auch den MOVE. Das ist die Volatilität des Anleihemarktes. Also das passt irgendwie nicht ganz so zu diesem sehr bullischen Narrativ, das an der Wall Street der Fall ist. Stimulus und Zinssenkungen und so weiter. Und das vor dem Hintergrund, dass wir sehen, dass die Kapitalmarktzinsen wieder steigen. Hier die 10-jährige US-Anleiherendite um und bei 3,8%. Also geht wieder latent nach oben. In den letzten 3 Tagen haben die Amerikaner übrigens mal wieder 170 Milliarden Dollar an neuen Schulden gemacht. Und klar, gell, also wenn du entsprechend komplett dich verschuldest, Geld druckst, dann ist es kein Wunder, wenn du nicht zwingend sofort in einer Rezession bist. Aber die Frage ist, wann werden diese Schulden zurückgezahlt und werden die Anleihemärkte nicht irgendwann sagen, wir wollen da eine höhere Risikoprämie haben, weil uns diese Schulden aus dem Ruder laufen und wenn jetzt die Fed dazu noch die Zinsen senkt, eben inflationäre Tendenzen wieder ansteigen könnten. Und jetzt haben wir ja diese Geschichte mit dem Hafenstreik in den USA, der 2. Tag heute, jeder Tag so um und bei 4 bis 5 Milliarden Dollar an Schäden. Und vor allem könnte es überproportional Amerikas Autoindustrie treffen. Aber wie gesagt, das ist ja ein Rattenschwanz, wenn irgendwelche Exporteure in die USA importieren wollen und das klappt nicht, dann haben die ja auch einen wirtschaftlichen Schaden. Also dieser Schaden ist nicht nur auf die USA begrenzt, sondern auf chinesische Firmen, auf europäische Firmen, die eben in die USA exportieren wollen. Hier sehen wir nochmal eine Aufstellung der Bank of America. Ja, was ist denn bei den Importen besonders betroffen? Nuklearreaktoren, gell, solche Geschichten, Vehicles, also Autos, Elektronik, Öl und so weiter und so fort, vor allem Apparel, also Kleidung, ist hier stark betroffen durch diesen Streik, also als Importware. Und auf der anderen Seite bei den Exporten, also das, was die Amerikaner exportieren, und ja, es gibt so ein, zwei Dinge, die sie exportieren außerhalb von Schulden, da sehen wir, dass es vor allem solche Chemikalien sind, auch Öl und diese Geschichten, Vehicles and Parts, Rail und so weiter und so fort. Also ähnliche Artikel, die sozusagen hier betroffen sind von diesem Streik in den USA. Und apropos Streik, wir sehen jetzt auch ja Boeing schon Tag 19, 33.000 Mitarbeiter von Boeing, die streiken. Das trifft eine Menge Zulieferer, die jetzt offenkundig beginnen, schon Leute zu entlassen, zumindest temporär, weil schlichtweg dann auch sie nichts mehr zu tun haben, wenn bei Boeing nichts läuft. Auch das kostet jeden Tag richtig Geld. Wird jetzt die Rallye in China weitergehen, eines dieser seltenen und seltsamen Phänomene? Die komplette Stimulusbombe, jetzt wollen alle rein nach China, wollen chinesische Aktien kaufen, die vorher keiner mit der Kneifzange angefasst hat. Kommt der Crash nach der Mega-Rally? Hier ein China-Kenner, der für Finanzmarktwelt schreibt, beantwortet zumindest teilweise diese Frage, indem er zeigt, was genau wirklich in China jetzt passiert. Das ist die erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung ist natürlich der zweite Teil, denn da wollen wir uns mal diese Geschichte mit Israel anschauen. Wir wollen uns die Aktienmärkte anschauen, was da wirklich an Interesse
interessanten Dingen der Fall ist. Beide Links finden Sie unter dem Video. Wir sehen uns also gleich. Ich sage Servus, ciao.